Herzlich willkommen, liebe Community, heute wieder auf einem Mittwochmittag mit einem Live-Interview mit Stefan Klaasen. Ich freue mich wahnsinnig, Stefan, dass du heute die Zeit genommen hast, um mit uns gemeinsam über ein ganz spannendes Thema zu sprechen. Bevor wir in das Thema einsteigen, Stefan, erstmal hallo an dich und herzlich willkommen. Ja, herzlich willkommen an alle, die da sind und ganz lieben Dank an dich, Jessica, dass du mich eingeladen hast. Ja, vielen Dank. Also ich habe im Vorfeld mir Gedanken gemacht, wie das wohl wird mit dir. Wir haben jetzt eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde Zeit, um uns auszutauschen. Und ich kann es verraten, wir haben das spannende Thema Menschen anzünden. Jetzt ist das ja ein Thema, was dich schon sehr, sehr lange begleitet. Du bist seit 1996 im Vertrieb unterwegs und da begleitet dich das ganz intensiv mit dem ganzen Team auch und die Leute, die um dich herum sind, die Menschen immer mal wieder anzuzünden. Manche bleiben angezündet, andere muss man immer wieder das Feuer neu entfachen. Und deswegen spannende Geschichte. Stefan, möchte ich gerne mit dir im Einzelnen jetzt drauf eingehen. Und bevor wir starten, haben wir natürlich wieder ein schönes Zitat. Das Zitat ist, es hört doch jeder nur, was er versteht. Und das hat Johann Wolfgang von Goethe gesagt. Stefan, erzähl doch mal, warum ist das aktive Zuhören, um Beziehung aufzubauen, denn das mit das Allerwichtigste? Ja, du hast gerade schon in dem Zitat gesagt, jeder hört nur das, was er versteht. Aktives Zuhören bedeutet für mich, dass ich wirklich richtig zuhöre, was Menschen mir sagen. Das heißt, wenn ich Menschen nicht kenne, wenn ich gerade ins Gespräch mit denen gehe, wir lernen uns kennen, dann einfach mal auch zwischen den Zeilen zu hören, wo sind denn deren Bedürfnisse, was suchen die, was wünschen die sich? Also egal, ob es jetzt im Beruf oder im Privatleben ist, ne, also was sind das für Menschen? Wo kommen die her? Wo wollen die hin? Sind die glücklich in der Situation, wo die gerade sind? Wollen sie sich vielleicht verändern? Wie geht es denen gesundheitlich? Was macht die Familie? Wie sind die aufgestellt? Also alle diese Dinge kann man sehr schön hören, wenn man sich mit dem Menschen unterhält und dann wirklich aktiv zuhört. Und das bedeutet dann auch, wirklich zuzuhören und die nicht zu unterbrechen, wenn die reden, sondern dann auch mal, wenn die noch einen Gedankenansatz haben, auch mal im Nachdenken lassen, ohne schon wieder eine neue Frage zu stellen und gar nicht dahin zu kommen, wo die gerade vielleicht versucht haben, das zu formulieren, was sie mir mitteilen wollten. Ja, das ist ein spannendes Thema, Stefan. Im Endeffekt geht es ja darum, die Menschen als jeden persönlichen, jeden wertvollen Bestandteil des Lebens zu sehen. Das heißt also, wenn wir mit Menschen kommunizieren, haben wir echtes Interesse, sagt man ja auch dazu. Und es gibt ja diese vier M's, man muss Menschen mögen und das praktizierst du jeden Tag. Und so wie ich dich kenne und kennengelernt habe, vor etwas längerer Zeit schon, wir kennen uns jetzt schon ein bisschen, habe ich immer wieder gemerkt, wie gefühlvoll du auch mit Menschen umgehst. Das heißt, auf einer emotionalen Basis. Und das aktive Zuhören, ja, ist ein sehr wichtiger Bestandteil. Also die Menschen ausreden lassen, das nochmal aufgreifen wahrscheinlich auch, was sie sagen. Ne? Und was gehört da noch zu? Was sind da deine Erfahrungen? Ja, natürlich, das Fragen, ne, ob ich das so richtig verstanden habe, je nachdem, wie es ist, ob ich jetzt, ich sag mal, meinen Geschäftspartnern irgendwas verkaufe oder mit Freunden und Bekannten zusammensitze, auch wenn ich irgendwas nicht verstanden habe, da tatsächlich auch mal nachfragen. Ne? Also habe ich das richtig verstanden, das und sehe ich das richtig so, dass du das und das so, dass du das so und so meintest. Also da auch wirklich da auch nochmal nachbohren, um festzustellen, erstens habe ich die auch richtig verstanden und dann auch mit denen tatsächlich in eine Konversation zu gehen. Und daraufhin aufbauend ja, kann man ganze Abende füllen oder ganze Tage füllen sogar, je nachdem, wie es ist. Ja, ich kann mir vorstellen, wenn man einmal im Gespräch ist mit Menschen und sie erstmal richtig von Grund auf kennenlernen möchte, dann hat man viele Fragen parat, um wirklich zu sehen, was ist das für ein Mensch? Also echtes Interesse zeigen geht bis richtig gut in die Tiefe. Der Vorteil an der ganzen Geschichte ist, du hast mit dem Menschen erstmal eine Basis geschaffen. Und ich finde das super spannend. Du hast mir mal gesagt, du gehst einfach mit dem Menschen einen Kaffee trinken. Und wenn ihr nicht ins Geschäft kommt, dann hattest du eine schöne Zeit mit dem Menschen. Das fand ich also eine sehr, sehr schöne Formulierung, weil Kaffee trinken ist ja erstmal was Feines, oder? Ja, das stimmt. Und das ist auch eine meiner Prämissen. Und
ich habe einen ziemlich guten oder ein ziemlich großes CRM, wie man so schön sagt. Also eine unglaublich hohe Kontaktbasis auch. Und die habe ich mir dadurch aufgebaut, dass ich mir immer wieder genau das vor Augen halte. Man sieht sich im Leben immer zweimal. Und wenn es das erste Mal bei einer Tasse Kaffee ist, dann darf es das zweite Mal auch bei einem Kaffee sein oder vielleicht auch bei einem Bier oder was auch immer. Aber auch wenn wir nicht ins Geschäft kommen, ich werde niemals irgendjemandem irgendetwas verkaufen, weil ich es will, sondern ich werde es immer nur dann verkaufen, wenn es der andere möchte. Also eine Win-Win-Situation zu schaffen. Und nur dann, wenn beide wirklich das gleiche Ziel haben, ich das Verkaufen und er das Kaufen, der Partner, nur dann sind wir beide glücklich miteinander. Und sollte das eben nicht passen, dass der Partner sagt, nein, das passt nicht und das geht nicht, dann versuche ich da nicht mit Hängen und Würgen tatsächlich ein Geschäft zu machen, sondern dann bin ich dann auch dankbar, dass ich da gewesen bin und man sieht sich ja immer zweimal im Leben. Und beim nächsten Mal geht es dann über den Kaffee hinaus. Super. Ich könnte mir auch vorstellen, dass du dann gar nicht so viele Neins bekommst, weil du ja erstmal grundlegend daran interessiert bist, was ist das für ein Mensch? Passt das überhaupt zu den Menschen? Und die Produkte, die du im Petto hast, die sind sensationell. Du weißt, dass sie den Menschen helfen, aber der Mensch muss erstmal auf den Weg gebracht werden, um das selbst zu erkennen. Das ist ja auch so eine Art Coaching-Prozess, der dann schon von Anfang an stattfindet. Nur du machst es aus deinem Naturell, aus deiner Persönlichkeit raus. Und das finde ich so spannend und so genial, weil bei dir hat man niemals das Gefühl, etwas zu kaufen, sondern man hat das Gefühl, überzeugt zu werden, dass man es unbedingt braucht. Das ist richtig spannend. Ja, genau so soll es ja auch sein. Aktives Zuhören ist bei mir eben nicht nur mit den Ohren zu hören, sondern auch mit den Augen zu hören. Hört sich jetzt vielleicht blöd an, aber ich als Brillenträger kann die Brille auch noch aufsetzen, weil ich Ohren habe. Aber wenn ich irgendwo reinkomme, wenn ich gerade jemanden kennenlerne, dann schaue ich mich auch in seinem Umfeld um. Ja, was hat er für Bilder an der Wand hängen? Was hat er auf seinem Schreibtisch stehen? Im schlimmsten Fall, welche Schuhe trägt er oder wie auch immer, ne? Weil ich selber auch gerne besondere Schuhe trage, achte ich da vielleicht auch ein bisschen häufiger drüber, ne? Und mache dann auch gerne mal ein Kompliment in die Richtung, ne? Dass diejenigen sehen, der interessiert sich eben nicht nur für mich, sondern jetzt nicht nur als Geschäftspartner, sondern der interessiert sich schon für das gesamte Ich. Also nicht auch als Person und die auch wertzuschätzen und da auch zu sagen, Mensch, guck mal hier, ne, oh schön, ne, was weiß ich, der hat ein Bild mit Pferden auf dem Schreibtisch stehen, hast du eigene Pferde, auch so erstmal locker ins Gespräch zu kommen und nicht halt direkt mit der Tür ins Haus zu fallen und dann so, hier ist ein Vertrag, wenn du magst, unterschreib. Also kannst du der Community nur empfehlen, erstmal den Grundling, den Menschen kennenzulernen. Und man sagt ja auch so, gewisse Anker zu setzen. Anker setzen heißt im Endeffekt, dem Menschen zu zeigen, okay, wo er seine Problemchen hat, was für einen Nutzen die Produkte, die du hast, für ihn sein könnten, ohne den Verkauf direkt zu fokussieren, sondern sich einfach mit dem Menschen auszutauschen. Und wenn dann so ein kleines Wehwehchen da ist, du bist ja im Gesundheitsbereich unterwegs, dann kann man das Ganze von Grunde auf erklären, was dem Menschen Gutes getan werden könnte, wenn er sich denn auf dich und die Produkte einlassen würde weiterhin. Also es ist eine spannende Geschichte. Erzähl doch mal, hast du so eine Anekdote, wo du jetzt gemerkt hast, dass eine Person erst über einen längeren Zeitraum wieder zu dir gekommen ist und dann erst das Geschäft stattgefunden hat? Ja, da gab es sogar mehrere, weil ich sag mal, bei einem ersten Kennenlernen, dann ist es nicht immer so, dass dieses Kennenlernen ja aufgrund von einer Verkaufsveranstaltung stattfindet oder aufgrund eines gezielten, ich will jetzt kaufen bei dir stattfindet. In der Regel sind die Menschen, die zu mir kommen, ja Menschen, die ich halt entweder irgendwo mal kennengelernt habe, die also schon in meinem Kontaktnetzwerk drinstecken. Oder aber es sind tatsächlich Menschen, die ich halt irgendwo mal auf einer Party kennengelernt habe oder privat durch meine Frau, durch Karin kennengelernt habe, die ja auch selbstständig ist mit einem Geschäft. Und in der Regel ist es so, dass man denen halt erstmal auch eine Information mitgibt, ne? Das heißt, dadurch, dass ich von denen erfahre, erfahren die natürlich auch von mir. Weil ich versuche ja da auch die Synergien herzustellen, zu sagen, was könnte denn für dich das Bessere sein und was könnte bei dir passen und dann einfach auch mal entweder Informationen oder auch Proben mitzugeben und zu sagen, test es doch mal für dich aus. Oder wenn du irgendwann für dich das Gefühl hast,
dass du das mal ausprobieren möchtest, melde dich doch einfach bei mir. Und so kommen die Menschen dann auch tatsächlich und sagen, ja, vorher, nee, brauche ich nicht und will ich nicht und mag ich nicht. Und auf einmal klingelt es an der Tür und die stehen da und sagen, Stefan, wir müssen mal reden. Das ist Wahnsinn. Also ich weiß, dass du für dich selber eine Möglichkeit gefunden hast. Vielleicht ist es auch schon angeboren, aber ich glaube, das ist auch ein Stück weit antrainiert, weil du einfach das echte Interesse am Menschen hast, dich zurückzunehmen, deine eigenen Bedürfnisse, deine eigene Begeisterung und das eigene, was will ich eigentlich in meinem Geschäft, stellst du zurück und stellst den Menschen grundsätzlich im Mittelpunkt. Und dafür danke ich dir, dass du im Endeffekt deine Kunden so bekommst, entweder heute, weil sie sofort begeistert sind und sofort mit dir den Weg gehen wollen, oder zu einem späteren Zeitpunkt, weil im Endeffekt sollte es doch so sein, dass jeder für sich entscheidet und jeder im Endeffekt für sich selbst verantwortlich ist. Und das ist doch eine tolle Geschichte. Ja, das stimmt, genau. Denn der Mensch steht bei mir im Mittelpunkt. Das ist, ich habe nichts davon, wenn ich jemandem irgendwas, ich sage es mal bewusst, aufschwatzen möchte, mit aller Gewalt irgendwas abgeben oder mit aller Gewalt irgendwas verkaufen möchte. Derjenige wird entweder nicht glücklich damit, dann wird er auch nicht gut über mich reden. Ja, ich sag mal, eine Beziehung aufzubauen dauert Jahre, eine Beziehung kaputt zu machen, Sekunde. Und das ist halt tatsächlich so, ne? Wenn du irgendjemandem in irgendeiner Art und Weise halt versuchst zu bedrängen oder zu machen, du musst das so machen oder du musst das so tun oder du musst das jetzt mitnehmen oder du musst das bei mir kaufen, dann hast du automatisch eine Energie vorhanden, die du gar nicht haben möchtest. Und sag mal, dann habe ich lieber eine positive Energie. Die Leute wissen, dass ich in einer vernünftigen Energie unterwegs bin. Und wenn die dann zu mir kommen und tatsächliches Interesse haben, dann schwimmen wir auch gleich und dann passiert das auch. Dann kommen auch die Synergien wieder hoch, die wir damals hatten. Und sei es halt übers Pferd, über den Hund oder über den Partner, völlig egal. Okay, super. Dann würde ich sagen, wir geben das jetzt der Community mit auf den Weg. Auf der einen Seite echtes Interesse zu zeigen, auf der anderen Seite sich selber zurückzunehmen und den Menschen in den Fokus zu stellen und die eigene Begeisterung und die Lösung, die ihr doch immer habt. Ihr habt doch immer eine Lösung. Wenn ein Mensch ein Wehwehchen hat, dann gibt es auch eine Lösung. Die erstmal zurückzustellen, um zu schauen, ist das überhaupt ein bedarfsgerechtes Verkaufen? Und das macht unseren Job ja wirklich so, ja, so sexy, sage ich mal. Und das wünsche ich mir auch für euch. Und Stefan, du bist mit mir sicherlich einer Meinung, dass das der Wunsch ist für die Community zu diesem Punkt, aktives Zuhören, oder? Ja, auf jeden Fall. Die Menschen sollen halt ehrlich vor allen Dingen, ehrlich zuhören, ne? Dass auch wirklich ein ehrliches Interesse daran ist, was derjenige gegenüber mir erzählt. Und dass es eben nicht nur geschauspielert ist und gleichzeitig dabei aufs Handy gucken oder sich den Wald angucken, wo wir gerade stehen, sondern für mich ist immer ganz wichtig, auch den Augenkontakt zu haben, ne? Zu sehen, dass die Menschen auch bei mir sind, ne? Nicht nur ich bei denen, sondern die auch, dass die auch bei mir sind. Und das finde ich ganz wichtig. Und ja, da hast du vollkommen recht. In dem Moment, wo wir ehrlich aktiv zuhören, gewinnen wir Freunde, ohne dass wir es wollen. Super, das war richtig schön gesagt. Freunde gewinnen, ohne dass wir es wollen. Hoffentlich ist das dann in unserem Interesse. Ich glaube, wenn das nicht so ist, dann merken die Menschen das auch und distanzieren sich. Man sagt ja, der Zug des Lebens, manche steigen ein, steigen sofort wieder aus, andere bleiben wirklich ein Leben lang. Also lasst uns das weiterleben und hören wir in Zukunft aktiv zu. Das ist die Grundlage für eine gute Beziehung zum Kunden, guten Geschäftsaufbau. Sehr schön. Stefan, im nächsten Punkt haben wir darüber gesprochen, dass Veränderungen ja auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt in deinem Leben waren. Du hast ja mehrere Stationen auch in deinem Leben hinter dir, Stationen des Vertriebes. Und bevor wir in dieses Thema einsteigen, kurzes Zitat von mir. Wer ständig glücklich sein möchte, muss sich oft verändern. Und das hat Konfuzius gesagt. Und der weiß es, glaube ich, richtig gut, oder? Ja, der hat, der weiß ja, wie man glücklich ist. Also Konfuzius ist ja einer der Großen, die in der Vergangenheit schon gelebt haben, wobei die heute immer noch leben, und zwar tief in uns drin. Ich sage mal, in unserem Unterbewusstsein sind die sowieso alle vorhanden und
sorgen dafür, dass wir auch Veränderungen zulassen. Ne? Ich habe hinten auf meiner Visitenkarte einen schönen Spruch stehen, der heißt, wer immer nur das tut, was er schon kann, wird immer das bleiben, was er schon ist. Ja, das heißt, wenn ich mich verändern möchte, wenn ich was verändern möchte, dann muss ich erstmal mich verändern, damit überhaupt Veränderung passieren kann. Ich muss auch zulassen, dass ich was verändern darf. Wenn ich im Hamsterrad groß geworden bin und Tag für Tag im Hamsterrad unterwegs bin und möchte tatsächlich mal die große, weite Welt sehen, dann muss ich auch mal den Schritt nach rechts machen oder nach links machen, je nachdem, wie rum sich das Rad dreht, aus dem Rad aussteigen, die Käfigtür aufmachen und rausgehen. Anders geht es nicht. Ne? Wenn ich irgendwas anders haben möchte, als es bis jetzt ist, muss ich was verändern. Und Veränderung ist nicht immer gut. Veränderung ist am Anfang nicht immer gut. Veränderung ist erstmal etwas Ungewohntes, etwas, was die Menschen sich selber auch antun müssen, damit was passieren kann. Und mit dieser Veränderung erfahren wir halt viele Dinge, die vorher nicht da waren. Und das sorgt halt wieder dafür, dass wir Erfahrung aufbauen und mit dieser neuen Erfahrung dann auch tatsächlich da neue Wege gehen und uns verändern können. Ja, super. Ich habe da so ein Beispiel. Ich war gestern unterwegs und habe gedacht, ich gehe mal eine Runde Gassi mit dem Hund von Mama. Ja, und den habe ich ja öfter bei mir. Das ist ja ein sehr schönes Gefühl. Tiere sind ja ein unwahrscheinlich guter Ausgleich. Aber ich neige dazu, und nicht nur im Urlaub, sondern auch im normalen Alltag, mal Wege zu gehen, die komplett neu sind. Also ich wusste, wenn ich in diese Richtung fahre, da kommt laut Google Maps irgendwann, bin ich aus der Stadt raus, ein freies Feld. Und ich habe mir gedacht, oh ja, freies Feld ist für den Hund immer gut. Und ich bin dann in einer Seitenstraße gelandet, die ich nicht kannte, und bin einfach der Nase nach dem Feldweg lang gegangen und kam dann auf einmal an einen Fleck Erde, der ja für mich ein Foto wert war. Und ich glaube, dass das sinnbildlich für das Leben auch steht. Weil wenn wir den normalen Pfad verlassen und mal rechts und links gucken und nicht nur schnurstracks auf der Autobahn unterwegs sind, sondern auch mal die Abfahrt runter und einen kleinen Feldweg und dann innehalten und das aufsaugen, was uns gerade geboten wird, dann sind wir ja viel glücklicher, bin ich der Meinung. Also ich glaube, dass nur dann, wenn wir wirklich die Veränderung für uns selber zulassen, auch eine Möglichkeit besteht, sich weiterzuentwickeln. Und Stefan, du hast ja in deinen Stationen die Veränderung bewusst und teilweise unbewusst gehabt. Kannst du uns eine Geschichte dazu erzählen, wo es jetzt bewusst war, warum du eine bewusste Veränderung vorgenommen hast? Ja, ich glaube, die bewussteste Veränderung oder die unbewussteste Veränderung, die mir widerfahren ist, ist tatsächlich meine letzte Station, die ich jetzt im Network Marketing auch erreicht habe mit Lovely Lights. Weil ich bin seit über 15 Jahren mit meiner Frau selbstständig im Vertrieb von Reinigungsfasern und Reinigungsprodukten. Und ja, durch Zufall muss ich sagen, hat Karin mir von der Veranstaltung Lovely Lights mit nach Hause gebracht. Und ich habe es nicht aktiv gesucht. Ich sage immer, Lovely Lights hat mich gefunden, aber ich habe es nicht gesucht. Und da bin ich heute wirklich sehr dankbar für, dass genau das passiert ist. Denn Lovely Lights hat mein Leben in vielen Richtungen komplett verändert. Und das war halt auf einer unbewussten Art und Weise, was ich gar nicht vorhatte zu dem Zeitpunkt überhaupt, weil das, was sich bei mir verändert habe oder das, was sich bei mir verändert hat, war für mich früher etwas ganz, was ganz weit weg war. Also zum einen das Thema Spiritualität zum Beispiel war bei mir ganz weit weg. Ich habe die Menschen respektiert, ne, so wie ich jedes Lebewesen respektiere, wenn es unterwegs ist. Aber für mich war es ganz weit weg. Und ich habe gesagt, okay, ihr dürft, aber bitte, ich muss da nicht dabei sein. Und genau das hat sich bei mir völlig verändert. Ich habe also ein ganz anderes Bewusstsein. Ich habe ein ganz anderes Ich-Bewusstsein, ein ganz anderes Selbstbewusstsein bekommen durch diese Produkte, die ich halt regelmäßig angewendet habe. Und das war für mich, glaube ich, etwas, was völlig unbewusst passiert ist, was ich aber bewusst zulasse, dass es passieren darf. Denn was ich erfahren habe, ist, dass ich dadurch wirklich ja,
offener, ehrlicher, bewusster geworden bin. Und dafür bin ich dankbar. Sehr schön. Also das Bewusstsein hat sich bei dir verändert. Und immer dann, wenn uns die Firma, für die wir arbeiten, findet, ist es sowieso gut. Also da bin ich gleicher Meinung wie du. Ich habe sogar in einem Vorstellungsgespräch mal gesagt, ich suche nicht, weil ich wurde gefragt, was suchen Sie denn genau? Was stellen Sie sich unter der Position vor? Da habe ich zu dem Geschäftsführer gesagt, ich suche nicht, sondern ich werde gefunden. Ich glaube, das war vom Tonfall her auch nochmal schroff untermalt. Und das kam dann in dem Moment nicht gut an, weil das hat sich hinterher herausgestellt, dass ich nicht zu der Firma scheinbar passe. Aber ich bin der Meinung, dass wir das, wo wir hingehören, auch uns signalisiert wird. Und wir brauchen nur die feinen Antennen dafür, das auch zuzulassen. Weil vieles im Leben passiert und vieles passiert mit einem Grund. Und deswegen sollten wir auch immer die kleinen, leisen Stimmen hören und die kleineren Wege mal gehen und vielleicht auch mal einen kleinen Umweg gehen. Also das sinnbildlich umschrieben bringt es genau auf den Punkt. Sehr schön. Vielen, vielen Dank, Stefan, für diesen Ansatz. Ja, gerne. Also du folgst deinem Herzen, kann man so sagen, oder? Ja, ich folge dem Herzen und damit auch meinem inneren Instinkt. Ne? Das, was du gerade gesagt hast oder eben gesagt hast mit der Autobahn und den Feldwegen, ist wirklich ein super passendes Beispiel dafür, dass wir eben nicht nur immer die gleichen Wege fahren, dass wir auch mal andere Wege begehen oder fahren. Diejenigen, die morgens immer den gleichen Weg zur Arbeit haben, nutzt mal die Chance und biegt einfach mal rechts ab oder links ab. Egal, ob jetzt Stau auf der Autobahn ist oder auf der Straße, wo ihr euch befindet, fahrt mal andere Wege. Euer Bewusstsein wird sich ganz anders schaffen. Und wenn ihr dann wieder diesen alten Weg fahrt, werdet ihr vielleicht feststellen, dass der andere Weg leichter zu fahren ist, schöner zu fahren ist und im Endeffekt euch glücklicher macht als das, was ihr immer getan habt und das, wo ihr immer unterwegs gewesen seid. Und das ist halt tatsächlich so. Und dann dürfen sich diese Feldwege, diese Trampelpfade langsam aber sicher zu einer eurer neuen Autobahn aufbreiten. Und wenn es dann wieder so weit ist, dass es wirklich so in Autobahnrichtung geht, vielleicht mal wieder andere Wege gehe. Ja, und das Ziel ist vielleicht immer das Gleiche. Aber der Weg zum Ziel, der darf durchaus unterschiedlich sein. Ah, super. Ich glaube, wir haben uns gerade in dem Moment auch gegenseitig inspiriert. Und ich bin fest davon überzeugt, dass die Community, die jetzt live dabei ist, aber auch die, die sich hinterher das Video anschauen, wir lassen es ja im System und es kann auch im Nachhinein nochmal angeschaut werden, die werden, glaube ich, genauso inspiriert. Das finde ich super. Vielen, vielen Dank. Stefan, du bist ja ein sehr geduldiger Mensch, oder? Ja, bin ich. Genau. Und in deiner Geduld kann man quasi sagen, du ruhst in dir. Und deswegen hast du ja auch für dich die Möglichkeit gefunden, ganz ruhig an die Sache ranzugehen, den Menschen erstmal kennenzulernen, nicht mit deiner puren Begeisterung sofort die Lösung zu bieten, sondern du hast auch die Fähigkeit, die Menschen zu begeistern. Und begeistern heißt ja auch dauerhaft zu begeistern, nicht nur für den Moment, sondern sie praktisch bei Laune zu halten. Erzähl doch mal, warum ist das Begeistern, das kontinuierliche Begeistern, dauerhafte Begeistern so wichtig für dich? Also ich finde es wichtig, alleine schon deswegen, um zum einen die Menschen, die ich mir in meinem Dunstkreis ja versammelt habe, dass die mit einer Energie unterwegs sind, die extrem hoch ist. Das heißt, nur wenn ich begeistert bin, wenn ich glücklich bin, wenn ich gut aufgestellt bin, nur dann kann ich entsprechend dafür sorgen, dass ich eine entsprechende Leistung bringen kann. Wenn ich nicht begeistert bin, wenn ich nicht brenne, dann kann ich nicht die Leistung bringen, die ich bringen soll oder die ich bringen möchte, für mich bringen möchte. Bringen soll ist ja nur in dem Falle, wenn ich irgendwo angestellt bin, wenn ich irgendwo selbstständig unterwegs bin, muss ich mich ja selber begeistern. Das mache ich mittlerweile seit 24 Jahren, wo ich unterwegs bin. Ich arbeite seit 24 Jahren aus dem Homeoffice heraus, von zu Hause aus. Hat den Vorteil, dass ich immer sehr nah bei der Familie bin, hat den Vorteil, dass ich oft zu Hause bin, hat den Vorteil, dass ich arbeiten kann, wann ich möchte, hat aber auch den Riesenvorteil, dass ich arbeiten kann, wo ich möchte. Und deswegen, wenn ich mir aussuchen kann, wo ich arbeiten darf und das den anderen Menschen auch zeigen kann, ja, dann sagen die Menschen, warum kann ich das nicht? Ja, und wenn die mit einer entsprechenden Begeisterung unterwegs sind,
können Sie sich genauso realisieren wie ich auch. Ja, Sie können arbeiten, wann und wo Sie möchten, mit wem Sie möchten, wie lange Sie möchten. Jeder kann das selber entscheiden und mit seiner Begeisterung, mit seiner Energie, die der hat, da entsprechend auch dafür sorgen, dass es vorangeht. Und wenn der merkt, dass es vorangeht, bleibt die Begeisterung auch oben. Und wenn jemand die Begeisterung verliert, und das passiert jedem, der in irgendeiner Art und Weise sich selbstständig macht oder auch als Mitarbeiter in einem Unternehmen ist, das geht erstmal ganz steil nach oben. Ne? So die Glückseligkeit ist da, ich habe einen neuen Job, jetzt geht es richtig ab. Und dann kommt irgendwann so das Tagesgeschäft. Und dann bricht das so ein bisschen langsam runter. Diese Begeisterungskurve, die schwillt ab. Und dann ist es wichtig, dass man dranbleibt, das Feuer wieder richtig schön heiß macht, dass es wieder nach oben geht, dass ich wieder ansteigen kann, dass ich wieder mehr Energie bekomme, auch tatsächlich das zu stemmen, was ich denn selber stemmen möchte, dass ich die Ziele, die ich mir gesetzt habe, auch tatsächlich erreichen kann. Ja? Und die Schritte, die ich dafür gehe, ob ich jetzt kleine Schritte oder große Schritte mache, ist egal. Aber wenn ich begeistert bin, gehe ich eher die großen Schritte als die kleinen Schritte. Oh, super. Es gibt ja zwei Möglichkeiten, die Begeisterung von einem Menschen wirklich aufrecht zu halten. Das heißt, das Feuer weiterhin lodern zu lassen, Minimum. Vielleicht auch wieder mit richtig großen Flammen dabei. Das ist ja oft auch im Leben, das ist vollkommen natürlich und normal, ein Auf und ein Ab. Mal ist das Feuer größer, mal ist es kleiner. Aber im Endeffekt geht es ja darum, den Menschen das große Warum auch immer wieder abzunehmen. Das heißt, jeder Mensch verändert sich ja in der Situation. Und warum jemand mit einem Business startet, ist heute ein Grund, vielleicht Geld verdienen. Und in 2-3 Monaten kann das schon wieder ein ganz anderer Grund sein. Also der Kontakt zum Menschen, von seinem Sponsor, von seinem Team ist mit das Wichtigste, um auch immer wieder das Warum zu erfragen. Und du hast mich gerade an was erinnert, also Begeisterungskurve, da habe ich auch schon sehr viel und sehr tiefgründig referiert drüber. Also Begeisterungskurve heißt ja, erstmal Vertrauen aufzubauen und die Begeisterung, die womöglich beim ersten Kontakt da ist, das erste Mal, wenn ich ein Produkt in den Händen halte, die Begeisterung ist groß. Gehe ich dann nach Hause, flacht diese Begeisterungskurve ja ganz schnell ab. Und wenn ich mich bei diesen Menschen nicht wieder melde am nächsten Tag, dann ist die Begeisterung irgendwann vorbei, weil der Mensch für sich selber entscheidet, ich brauche es ja gar nicht, ohne dem geht mein Leben ja auch weiter. Habe ich aber die Möglichkeit, den Kontakt zu halten, vielleicht nach einer Party für diejenigen, die im Partyvertrieb sind, die Ware auszuliefern oder wenn ihr ein erklärungsbedürftiges Produkt habt, nach 1-2 Tagen nochmal anzurufen und zu fragen, kommst du mit dem Produkt klar? Das sind einfach die Gründe, dass ein Mensch weiterhin begeistert bleibt. Er wird immer wieder abgeholt. Und das, was von außen kommt, das Negative teilweise, weil vielleicht andere anderer Meinung sind zu dem Produkt, kommt gar nicht so nah an diese Person ran. Und vor allen Dingen kann ich nur jedem den Tipp geben, 3 Kontakte im ersten gemeinsamen Geschäftsjahr, um wirklich Vertrauen aufzubauen. Weil sonst ist die Wahrscheinlichkeit, dass das wieder am Sande zerfließt, ganz groß. Und neue Kunden zu suchen, ist durchaus anstrengender als die, die man schon mal einmal im Feuer entfacht hat, wieder aufleben zu lassen. Also bleibt dran, ist unsere Devise. Stefan, kann man so sagen, oder? Ja, das auf jeden Fall. Und 3-mal im Jahr wäre für mich sogar schädlich, müsste viel häufiger. Also gerade am Anfang, gerade dann, wenn die Produkte kennengelernt werden, wenn ich Wissen brauche, wenn ich wissen möchte, wie die Produkte funktionieren, dann muss ich natürlich viel häufiger auch den Kontakt haben. Und zum einen ist, ich sage immer, Information ist eine Hohlschuld, ne, keine Bringschuld. Ich kann dich mit Informationen überschütten, weiß aber gar nicht, ob du gerade so viel haben möchtest. Aber jeder darf mich zu jeder Zeit anschreiben und seine Fragen stellen und wenn ich erreichbar bin, beantworte ich die Fragen auch. Und wenn halt mein Büro geschlossen ist, sprich mein Handy ist aus, dann bin ich halt nicht erreichbar. Dann beantworte ich die Fragen am nächsten Tag. Und das ist auch an dem Punkt angekommen, wo wir gerade eben eingestiegen sind. Aktives Zuhören, ne, mit der Begeisterungskurve. Wieso haben sich deine Dinge verändert? Warum hat sich dein Ziel verändert? Hat sich der Fokus verändert?
was ja durchaus sein kann nach 2, 3 Monaten. Und wenn du permanent im Kontakt mit den Menschen bist, anfangs sage ich jetzt mal alle zwei, drei Tage, danach mal jede Woche, dann geht es auf 2-mal im Monat runter, auf 1-mal im Monat runter. Ja, da braucht man aber auch nicht mehr so viel, weil die sind in ihrem eigenen Business, die haben ihre eigenen Menschen, die die wiederum begeistern müssen. Und dann ist es halt tatsächlich so ein bis zweimal im Monat vielleicht noch, dass man miteinander telefoniert, einfach mal, ne, um sich wieder auszutauschen, wo stehst du gerade, wie geht es dir, kann ich dir helfen, ne, immer wieder mal Hilfe anzubieten, um zu sagen, hier komm, ne, meine Lok, die ist schon ziemlich stark in Bewegung, ich nehme dich nochmal ein Stückchen mit, ziehe dich nochmal mit, ne, dass du nochmal richtig in Fahrt kommst und im schlimmsten Fall müssen wir nochmal mit dem Streichholzkopf an der rauen Seite vorbei, dass es nochmal richtig auflugt. Ne, dann müssen wir halt gucken, was wir da machen können. Also da auch wirklich dranbleiben, so wie du sagst, ganz wichtig dabei, Menschen, wenn ich Menschen in mein Team hole, dann habe ich auch ein Stück weit Verantwortung für die übernommen. Und diese Verantwortung muss man auch gerecht werden. Super. Also man kann sagen, am Anfang ist weniger mehr. Das heißt, den Kunden zu überzeugen und die Begeisterung bei ihm zu entfachen, da sollte man sich ein Stück weit zurückhalten und auf den Menschen schauen und herausfinden, ob das überhaupt passend für ihn ist. Und dann hinterher ist mehr gleich besser, weil weniger ist mehr, kann man hinterher nicht mehr sagen, weil je öfter der Kontakt da ist, desto stabiler wird auch diese Geschäftsbeziehung. Und seien wir doch mal ehrlich, jeder Mensch, der mit uns im nahen Kontakt ist, der meldet sich freiwillig. Und die guten Kunden, die wir haben, die haben wir regelmäßig auch als, wie hast du das so schön gesagt, Hohlschuld, Bringschuld, also der Kunde meldet sich bei uns. Ja, er holt sich die Informationen bei uns und das ist mit ein ganz wichtiger Punkt. Super. Ich habe das Zitat dazu noch gar nicht gesagt und ich habe da ein sehr spannendes Zitat gefunden. Das Zitat ist von Albert Schweitzer, also der wusste es auch schon sehr genau. Der sagt, Begeisterung ist ein guter Treibstoff, doch leider verbrennt er zu schnell. Das heißt, wenn ich zur Tankstelle fahre und mein Auto voll tanke, dann hat das Auto Energie. Ohne Benzin fährt mein Auto nicht richtig. So, und wenn ich immer wieder nachtanke, dann ist die Energie auch stabil. Also man kann sagen, praktisch nachtanken ist Kontakt halten, oder? Ja, das auf jeden Fall. So wie Akkuaufladen beim Handy. Also im Laufe des Tages wird die Ladung ja immer weniger und dann rufen wir mal wieder an, wird wieder aufgeladen. Ach, Stefan ist da, ne? Stefan ist da. Ne? Ruhig mal wieder die Information geben, wenn du was brauchst. Ne? Du musst mich nur anrufen. Und schlimm wird es halt tatsächlich, wenn die Akkuleistung zu gering wird, sowohl körperlich als auch im Handy, dass ich da entsprechend dafür sorgen muss, dass die Energie hoch bleibt. Und wenn man im Kontakt ist und man offen und ehrlich miteinander umgeht, dann ist das auch gut so. Wenn ich jemanden erreiche und dem permanent Ladung anbiete, der aber sagt, nee, ich habe gerade genug Ladung und lass mich mal in Ruhe, ich brauche es gerade nicht, ne, dann frage ich nochmal ein zweites Mal, ich frage auch nochmal ein drittes Mal hinterher. Und irgendwann sage ich dann, okay, dann melde dich bei mir, wenn deine Ladung wieder unten angekommen ist und du wieder aufgeladen werden musst. Ja, und so bevor der so auf 30% runtergeht, melde ich mich nochmal. Und wenn ich dann immer noch höre, brauche ich nicht. Ja, dann ist es tatsächlich so, dass ich dann noch sage, okay, ich habe auch meine Tagesenergie, muss ich auf viele Menschen verteilen. Dann kümmere ich mich um diejenigen, die auch tatsächlich meine Energie haben möchten, die meine Ladung haben möchten, meine Begeisterung auch nutzen möchten, um da entsprechend hinzukommen. Und die anderen müssen dann halt tatsächlich sich dann aktiv bei mir melden und sagen, Stefan, jetzt will ich wieder oder jetzt passt wieder, warum auch immer. Es gibt ja viele Gründe, warum es gerade jetzt nicht passt. Ja, ich finde das gut, dass du sagst 30% und dann sollen sie sich wieder selber bei uns andocken und aufladen. Also die 30% ist eine gute Möglichkeit, sich daran zu orientieren. Man sagt ja auch, man sollte dem Kunden immer wieder mit auf den Weg geben, bevor der Reiniger ganz leer ist. Guck mal da, wo der Aufkleber aufhört, praktisch der letzte Strich, da melde dich, dann habe ich noch genug Zeit, das Produkt auszuliefern. Also das weckt auch wieder Erinnerungen in mir. Aber nichtsdestotrotz sollten wir nie mehr in Zukunft oder niemals, versucht es bitte, niemals zu warten, bis der Akku tiefenentladen ist. Weil wenn er tiefenentladen ist, dann habt ihr quasi einen neuen Kontakt vor euch, wieder Mühe, das Ganze von Grunde an aufzubauen und dann fällt es umso schwer, wieder das Feuer neu zu entfachen oder zum Lodern zu bringen. Also, super Möglichkeit, achtet auf die 30%, finde ich toll.
Tolles Beispiel. Danke. Sehr schön. Also wir haben ja darüber geredet, dass du den Menschen immer wieder die Möglichkeit gibst, dass sie auch vorwärts kommen, weil du den Menschen immer wieder auch aufs Neue in den Mittelpunkt stellst. Warum ist das so wichtig für dich, Stefan? Ja, weil diejenigen, die mit mir zusammenarbeiten, eben nicht das Geschäft machen mit Stefan, sondern das Geschäft machen mit sich selber. Ja, die Menschen, die mit zusammenarbeiten, sind selbstständig. Die müssen selber aktiv sein. Und wenn ich jetzt alle Handgriffe, alles das, was sie tun müssen, wenn ich denen das abnehmen würde, dann hätte ich sowieso viel zu wenig Zeit. Ich dupliziere mich lieber. Und genau deswegen stelle ich die anderen in den Mittelpunkt. Ob es bei einer Präsentation ist, wo ich die mit einbeziehe und nach immer mehr tun und lasse und machen lasse und anschließend nur noch begleitend dabei bin, bis dass ich die völlig alleine quasi laufen lassen kann, ne? Dass sie ständig ihre Informationen weitergeben können, dass sie selber in der Lage sind, da entsprechend Menschen zu informieren und andere Menschen wieder in ihren Mittelpunkt mit reinzusetzen und dafür zu sorgen, dass die weiter wachsen können. Und ich sag mal, den Menschen im Mittelpunkt zu stellen, bedeutet für mich auch, ihm zu zeigen, dass er erstens mindestens genauso wichtig ist, wie ich es bin, aber auch viele andere. Ja, und wenn ich von meinem persönlichen Mittelpunkt nach draußen gucke und mich umschaue, dann sehe ich halt viele Menschen um mich herum. Und jeder Mensch, der da um mich herum steht, ist ein Teil von dem, was mich zum Erfolg gebracht hat. Jeder Einzelne davon ist für mich wichtig, um dahin gekommen zu sein oder dahin zu kommen, wo ich jetzt gerade bin. Und wenn ich noch weiterkommen möchte, muss ich halt auch gucken, wen von denen muss ich da eventuell noch ein bisschen stärker machen, wen muss ich noch ein bisschen mehr unterstützen. Weil letztendlich geht es nachher nicht mehr darum, Produkte zu verkaufen oder da die Beziehungen aufzubauen, sondern die vorhandenen Beziehungen zu schärfen, die vorhandenen Beziehungen so konkret zu machen, dass die Menschen bereit sind, auch Dinge zu tun, die sie sonst normalerweise nicht tun würden, wo wir wieder bei neue Wege gehen sind. Das heißt, dieser Kreislauf, der ist immer wieder da. Du fängst immer an und das, was wir gerade besprechen, vom aktiven Zuhören über neue Wege gehen, die Menschen begeistern, dass sie wieder da sind und sich dann auch selbst in den Mittelpunkt zu stellen, damit ich eine zentrale Rolle übernehmen kann oder meine Rolle zentral abgeben kann an einen neuen, ich sage mal so schön, an einen neuen Stern, an einen Diamanten, der da gerade reift, dass er wieder schön geschliffen werden kann. Und wenn er dann mal angeleuchtet wird, dann strahlt er in alle Richtungen und kann wieder dafür sorgen, dass irgendwo anders reflektiert wird, neue Diamanten gefunden werden. Also ich finde es wichtig, dass die Menschen, dass ich mit, erstens, ich arbeite mit Menschen zusammen und dann sollen die Menschen auch wissen, dass sie es wert sind, dass man auch mit denen zusammenarbeitet. Wertschätzung, sehr schön. Genau. Also auf einer Seite ist es doch wichtig, den Menschen immer wieder als Persönlichkeit zu sehen. Und wenn wir den Menschen in den Mittelpunkt stellen, dann heißt es ja, auf Augenhöhe zu kommunizieren und sich selber zurückzunehmen. Das heißt, wenn der Mensch dann gerade, mit dem wir kommunizieren, im Mittelpunkt steht, dann gehe ich ein Stück weit in den Schatten. Und dann habe ich nicht das Bedürfnis, mein Profil nach außen hin zu verkörpern, sondern ich nehme den Menschen und stelle ihn als wichtiges Individuum und als das Wichtigste in dem Moment in den Fokus. Und Menschen, die dann in den Fokus gebracht werden, die fühlen sich gut und sie sind auch schneller bereit, weiter mit uns zu arbeiten. Und so geht auch Teamaufbau. Also nur das Angebot, mit dem Job kannst du viel Geld verdienen, komm in mein Team, kommt man nicht weiter. Den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen, wie du so schön sagst, und als Persönlichkeit wahrzunehmen, das ist dann die Lösung, die für uns für die Zukunft wichtig ist, um ein großes, funktionierendes Team auch aufzubauen. Sehr schön. Ja. Es gibt ein schönes Bild, das benutze ich ab und zu schon mal, wenn Menschen auch zweifeln. Das sind sogar zwei Bilder. Das eine Bild ist, da steht ein Mann hinten auf so einem Kampfwagen, so aus dem Mittelalter, und vorne vor viele andere Menschen, die halt an einem Seil ziehen und quasi diesen Kampfwagen, diesen Gladiator ziehen. Und darüber steht dann Boss und Mannschaft. Ja, und auf dem zweiten Bild, da steht eben einer ganz vorne, der beide Hände an diesen Seilen hält, nach vorne gebeugt und zieht hinter sich die Mannschaft hinter. Und da steht dann auch groß
Leader drüber und Team. Ja, also in dem Moment, wo der Boss vom Wagen absteigt, nach vorne geht und die Führung übernimmt, dann kann man auch sagen, jetzt habe ich ein Team, mit dem ich arbeite. Ich habe einen Leader vorne vor, der mir zeigt, wie es geht. Und wenn ich möchte, dann nehme ich mein Seil, teile das und ziehe andere Leute mit in mein Team, sodass wir noch leichter, noch effizienter zusammenarbeiten können. Und dann, wenn wir gemeinsam an etwas arbeiten, wenn wir gemeinsam an etwas ziehen, dann ist es was anderes, als wenn ich einfach mitstehen habe, der die ganze Zeit nur mit der Peitsche arbeitet und sagt, jetzt macht ihr mal und macht ihr mal. Ja, ihr krüppelt nicht nur für euch, sondern auch ganz besonders für mich. Oder aber, ob ich hier einen Leader vorne stehen habe, der sagt, komm her, ich habe euch ja schon gezeigt, wie es geht. Ihr müsst mir nur folgen. Ihr müsst nur das tun, was ich euch sage. Um die Erfahrungen, die ich vielleicht auch negativ gesammelt habe, loszuwerden und dafür zu sorgen, dass wenn ich dir oder wenn ich dir das Seil biete, an dem du mitziehen kannst, dann brauchst du mir nur hinterher zu laufen. Dann musst du nur das tun, was ich dir sage. Und wenn du das tust, dann kannst du das auch in deinem Tempo machen, so wie du das möchtest. Wir müssen nicht in der gleichen Zeit am Ziel ankommen, aber wir kommen auf jeden Fall gemeinsam an. Also Vorbildfunktion ist das Allerwichtigste, um ein Team zu führen. Man sagt ja auch führen. Führen kommt im Umgangssprache, sind wir beim Auto. Das Fahrzeug führen heißt ja nicht, dass ich außen stehen bleibe und dann delegiere und sage, Auto fahr jetzt. Vielleicht ist es in der Zukunft möglich, durch Sprachroboter oder wie auch immer. Aber es geht ja darum, das Fahrzeug zu führen, selbst auch zu lenken und denen, die im Fahrzeug sitzen, zu zeigen, das ist der richtige Weg. Lass uns gemeinsam den Weg bestreiten und dann kommen wir gemeinsam erfolgreich, glücklich auch am Ende an. Also sich selbst zurückzunehmen und Menschen in den Mittelpunkt zu stellen, heißt auch als Leader voranzugehen. Also ein sehr schönes Bild. Vielen Dank. Ja, vormachen ist wichtiger als vorsagen. Das stimmt. Ja, absolut. Begreifen kommt von anfassen. Und nur dann, wenn ich es tatsächlich auch schon gemacht habe, dann kann ich es auch mit reinem Gewissen weitergeben und dafür sorgen, dass die Menschen auch verstehen. Also, ne, du kannst aus meinen Fehlern lernen, musst du nicht nochmal selber machen. Genau. Es ist ja auch ein wichtiger Punkt, sich selber nicht in den Mittelpunkt zu stellen und seine Belange bis aufs Kleinste durchzusetzen, weil oft genügt es auch, den Menschen zu triggern und man bekommt viel, viel mehr, als man in dem Moment erwartet hat, wenn man nicht immer wieder sagt, das musst du noch, das musst du noch, das musst du noch. Das ist sowieso ein freiwilliges Geschäft. Und ich habe da ein schönes Zitat von Franz Sales gefunden. Der große Jammer mit den Menschen ist, dass sie so genau wissen, was man ihnen schuldet und so wenig Empfindung dafür haben, was sie anderen schulden. Sehr schön. Also man muss sich das wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Also vielleicht spult ihr auch das Ganze nochmal zurück. Ihr habt ja die Möglichkeit, während wir hier live sind, auch zurückzuspulen oder schaut euch das im Nachhinein nochmal an. Also im Endeffekt heißt das auf den Punkt gebracht, dass wir immer wieder uns da zurückbesinnen sollten, wie geht es der anderen Person mit dem, was wir tun und was können wir dazu beitragen, damit das Ganze auch in die richtige Richtung geht. Sucht in erster Linie, fasst euch an die eigene Nase und sucht den Fehler bei euch selber und nicht bei eurem Team, weil das Team, das so direkt und schroff angesprochen wird, kann sehr schnell reagieren und sagen, ja, aber das war ich doch gar nicht. Ja, aber ich habe das doch ganz anders gemacht. Ja, aber ich habe es doch ganz anders gemeint. Und wenn ihr das vermeiden wollt, reflektiert, schaut erstmal auf euch selber und dann schaut euch das Team an und schaut, was ihr gemeinsam als Leader, als Fahrer des Fahrzeuges auch erreichen könnt und verbessern könnt. Also tolle Geschichte. Wir sind heute wirklich sehr visuell mit Umschreibung. Ich finde das mega. Das kann man sich viel besser merken im Nachhinein. Ja, Bilder sagen mehr als Worte. Absolut, absolut. Ja, ich gucke so ein bisschen auf die Uhr. Wir haben jetzt schon 14:45 und ich möchte gerne mit dir noch einen Punkt ansprechen und das finde ich mit auch der wichtigste Punkt. Das Wir ist stärker als das Ich. Das ist so deine persönliche Einstellung. Was kannst du der Community mitgeben? Warum ist das so? Das ist, warum ist das so?
Wir haben eben festgestellt, oder wir haben ja eben schon gesagt, dass jeder Mensch individuell ist. Und jeder Mensch hat individuelle Fähigkeiten. Der eine ist gut im Organisieren, der andere ist gut im Präsentieren, wieder ein anderer ist gut im logischen, strategischen Denken, wieder ein anderer ist gut im Zeichnen, wie auch immer. Und diese Fähigkeiten, die jeder Mensch hat, die kann man halt tatsächlich nach vorne holen und auch im Team nutzbar machen. Wenn ich jetzt selber als Beispiel nicht gut im Präsentieren wäre, ich bin aber gut vielleicht im Vorbereiten, ich bin gut im Zeichnen, dann kann man auch schon mal mich benutzen, um Flipcharts vorzubereiten, dass ich da schöne Bilder habe, die der andere, der präsentiert, einfach nur umblättern muss. Wenn man sowas gemeinsam macht, damit ich auch weiß, was der andere da gemalt hat. Das bringt nichts, wenn einer malt und ich bekomme einen Flipchart und fange einfach an zu reden und weiß noch nicht mal, was auf dem nächsten Bild drauf ist. Ne? Also das gemeinsam zu tun und stärke die Stärken und sorge dafür, dass die Stärken im Team gleichsam genutzt werden, dass wir im Team die Stärken jedes Einzelnen rauskehren können, dass jeder genau das machen kann und jeder das tun kann, was er wirklich gut kann. Ne? Wir sind in einer Gesellschaft mittlerweile, die tatsächlich eher die Fehler beurteilt und über die Fehler eines Menschen lacht, als über die Vorteile. Ich habe bei mir auf der, in meinem Facebook-Account habe ich ein Bild drin von einem Professor, der eine Rechenaufgabe an die Wand geschrieben hat. 1 mal 9 ist 9, 2 mal 9 ist 18, bis 9 mal 9 ist 81 und dann, oder bis 9 mal 9 ist 91. Und alles lacht. Ja, und alles sagt, okay, guck mal hier, der kann noch nicht mal richtig rechnen und soll ein Professor sein, ja, dass der hier entsprechend uns das beibringt. Und das Sinnbildliche ist eigentlich, dass er 9 Rechenaufgaben komplett richtig gemacht hat, nur eine einzige falsch. Also 90% seiner Leistung, die er gebracht hat, hat er wirklich 100% gebracht. Und bei der letzten Aufgabe, da hat er einen Fehler gemacht. Und dieser eine Fehler wird ihm höher angekreidet als die 9 positiven Dinge, die 9 100% richtigen Dinge, die er vorgetan hat, werden eben nicht betrachtet. Und wenn man das mal so im Hinterkopf hält, ne, dass man Menschen eben auch wirklich mal lobt, ne, wenn er was gut gemacht hat, jemand, der vorher noch nie präsentiert hat, und ich ziehe ihn in die Präsentation mit rein, dann schmeiße ich ihn nicht ins kalte Wasser, sondern ich rede vor der Präsentation mit der Person und frage immer, welchen Part der Präsentation möchtest du gerne übernehmen? Wo darf ich dich dazu holen? Was würdest du gerne mal machen? Ne? Ist es im Marketingplan? Ist es im Produktteil? Ist es in der Firmenpräsentation? Wie auch immer. Was würdest du gerne machen oder wo möchtest du mich unterstützen? Ja, bei der Präsentation. Und dann entsprechend darauf weiter aufbauen. Und das heißt ja nicht, dass ich an der Stelle raus bin, sondern ich bin ja immer noch da. Ich bin immer noch die Fallback-Option. Ja, in dem Moment, wo es halt hackt, in dem Moment, wo es stoppt, bin ich immer noch da und kann unterstützen, ne, indem ich vielleicht einfach nur ein Beispiel bringe oder ein Wort nur einwerfe oder vielleicht kurz eben wieder den roten Faden aufnehme und das da reinbringe. Ne, dafür zu sorgen, dass wir uns unterstützen. Und es gibt am Ende meiner Präsentation gibt es ein schönes Bild, das ist so ein Ameisenhaufen, versuchen über so eine Schlucht so einen Ast drüber zu bringen. Alleine würden die das niemals schaffen. Niemals. Aber wenn alle mit anpacken und alle sorgen dafür, dass die Ersten rüberlaufen und die tragen so ein Stückchen, ne, diesen Ast über die Schlucht rüber und auf einmal ist er auf der anderen Seite und die Ersten gehen rüber und fangen jetzt quasi an zu ziehen, die anderen schieben so ein bisschen, bis das dann die Letzten rüberklettern und der Rest wird rübergezogen, dann kann man sehen, dass, wenn man gemeinsam arbeitet, Dinge bewegen kann, die ich alleine niemals bewegen könnte. Ich bin nicht so ein Ultraman, der sich so ein Seil auf den Rücken schmeißt, sich vor eine stehende Lok stellt, sagt, wir gehen jetzt mal los. Ja, das wäre für mich ein Aufwand, den könnte ich gar nicht alleine bringen. Wenn ich aber 20 Leute hinter mir habe oder neben mir habe, die ebenfalls das Seil an der Lok haben und gehen los, dann geht die auf einmal in Bewegung. Dann fängt die auf einmal an zu rollen. Und wenn die einmal ins Rollen gekommen ist, dann brauche ich nicht mehr rumzudrehen, mich dahinzustellen und sagen, so, jetzt bleib mal stehen. Die kriege ich nicht mehr angehalten. Die kommt von selber ins Laufen und dann habe ich automatisch einen Sog erzeugt, der so stark ist, dass die Lok erstens immer schneller wird und das Team, was mit in die Waggons einsteigt und mit aufspringt, automatisch mit in diesem Zug drin sitzt und einfach mitgezogen wird. Und das ist halt über die Begeisterung möglich, dass ich halt tatsächlich sagen kann, guck mal, wir sind hier ein wirklich tolles Team, mit dem wir zusammenarbeiten. Egal,
wenn ich nicht erreichbar bin, wirst du jeden anderen aus dem Team anrufen können und fragen können und Hilfe bitten können, dass du mit da bist. Und das finde ich extrem wichtig, dass ich eben nicht alleine bin, sondern dass wir in einem Team arbeiten, was so stark aufgebaut ist, was so stark aufgestellt ist, dass es uns völlig egal ist, wer da die Fragen stellt und wer die Antworten gibt. Derjenige, der eine Frage hat, derjenige, der sich berufen fühlt, diese Frage zu beantworten, der beantwortet diese Frage, und das ist wirklich klasse. Oh, das ist super. Also es gibt ja in der Situation, wenn ich andere wirklich mit ins Boot hole und mit dran teilhaben lasse und dann auch noch vorher das mit denen abspreche, was möchtest du gerne tun, also auch die Wünsche ein Stück weit mit erfülle, da stecken so viele Motivationsfaktoren drin, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Also was sind denn die Motivationsfaktoren von den Menschen um euch herum, die mit euch gemeinsam arbeiten? Es ist doch unter anderem auch im Mittelpunkt zu stehen, und ihr bringt die Person in den Mittelpunkt in dem Moment, wenn sie einen Teil präsentiert, aus ihren Erfahrungen berichtet und dergleichen. Was ist noch ein Motivationsfaktor? Anerkennung. Die Person, die dann präsentiert und ihre positiven Erlebnisse berichtet oder einen Teil der Marketingpräsentation zum Beispiel übernimmt, bekommt Lob von anderen. Also die Anerkennung ist da. Es sind so viele verschiedene Motivationsfaktoren. Macht euch bitte Gedanken darüber, was für Motivationsfaktoren ihr dem Team der zukünftigen Führungskraft bieten könnt, um sich schneller auch zu entwickeln. Weil das ist der Treibstoff für wirklich gute und schnell fortschreitende Entwicklung der Person. Die Persönlichkeitsentwicklung, die Fähigkeiten, die Kompetenzen. Ihr arbeitet praktisch an allem, wenn ihr der Person die Möglichkeit gebt, in den Mittelpunkt zu kommen und sich selber erstmal zurückzunehmen, weil alle anderen wissen doch schon, dass ihr gut seid, oder? Also, holt die Neuen mit in den Mittelpunkt und wächst gemeinsam als Team. Das ist ein toller Abschluss, Stefan, von der ganzen Geschichte. Und ich glaube, dass das Wir immer stärker ist als das Ich. Also da bin ich vollkommen mit dir einer Meinung. Und ich möchte jetzt gemeinsam mit dir das Abschlusswort sprechen. Hab noch ein Zitat für euch. Aber ich glaube, du möchtest auch noch mal einen Wunsch an die Community loswerden, oder? Ja, ich wünsche mir ganz einfach, dass ihr, wenn ihr Menschen begeistern möchtet, wenn ihr Menschen in euer Team oder in euer Unternehmen holen möchtet, dass ihr tatsächlich euch die Zeit am Anfang nehmt, ganz am Anfang nehmt, aktiv zuhören, wo sind die Motivationsfaktoren, wo ist mein Warum, warum möchte diese Person zu mir in mein Team oder zu mir ins Unternehmen kommen, warum möchten die sich verändern, also auch die Veränderungen wahrzunehmen. Ne? Ich möchte tatsächlich Dinge tun, damit ich halt meinen Stand, den ich heute habe, verbessern kann, weil niemand möchte sich selber verschlechtern. Ja, also jeder möchte sich verbessern. Und wo kann ich da unterstützen? Was sind die Träume desjenigen, der mir da gegenübersteht oder sitzt? Was sind die Visionen? Warum möchte der sich verändern? Welche Wege will der tatsächlich gehen? Und wie kann ich ihn dabei unterstützen? Und dann tatsächlich auch diesen Menschen wertschätzen, egal in welcher Geschwindigkeit er unterwegs ist. Es darf nicht nur das Rennpferd sein, es kann auch mal die Schnecke sein. Und die Schnecke ist, ich habe schon viele Schnecken unterwegs gesehen, die weitergekommen sind als Hengste, die losgelaufen sind, weil der Hengst nach der nächsten Kurve gesagt hat, boah, nee, das ist mir zu schnell, ich breche hier mal ab. Und die Schnecke ist ganz normal weitergelaufen und hat die Runde gedreht, hat zwar wesentlich länger gebraucht, aber sie ist ans Ziel gekommen. Warum? Weil sie für ihr Ziel gebrannt hat, weil sie gesagt hat, ich will da hinkommen. Und egal, was ich tue, ich komme da an. Und das möchte ich euch mit auf den Weg geben, dass ihr die Geduld habt, da hinzugehen, dass ihr die Geduld habt, die Strapazen auf euch zu nehmen, die Geduld habt, euch die Zeit zu nehmen, die ihr braucht, um da hinzukommen, wo ihr hinkommen möchtet. Das wünsche ich mir für euch. Wünsche ich mich für euch. Wow. Wow, ich finde das toll. Du hast mich schon wieder inspiriert und ich möchte dazu gerne noch was sagen. Und ich erinnere mich an einen Spruch beziehungsweise an eine Aussage von meinem Vater, als ich so im Schulalter war und es darum ging, einen Langstreckenlauf hinzubekommen. Langstrecke war ja für mich schon 100 Meter. Ich war ja nie so richtig die Sportskanone im Laufen oder Weitspringen oder so. Ich bin froh, dass ich da meine, ich glaube, Ehrenurkunde ist es noch nicht mal, Siegerurkunde irgendwie so bekommen habe. Aber er hat damals zu mir gesagt, Jessica, bitte schau, dass du am Ende richtig Gas gibst und dir die Kräfte sammelst und nicht von vornherein dich schon verausgabst.
ich habe das versucht umzusetzen. Ich war dann schon am Anfang hinter allen anderen und habe es dann im Endeffekt nicht mehr geschafft, mit meinem Gas geben, was ja für mich schon eine super Leistung war, die anderen zu überholen. Das heißt, ich bin durchs Ziel, das war schon mal gut, dann war man dabei, dabei sein ist alles. Aber ich verstehe im Umgangssprachlichen, was mein Vater jetzt damit gemeint hat. Also im Nachhinein verstehe ich das jetzt erst. Man sollte immer schauen, dass man die Kräfte sammelt und niemals aufgibt. Und Lothar Matthäus, Tatsache, ich habe da ein Zitat von Lothar Matthäus gefunden, der hat gesagt, wir dürfen jetzt nur nicht den Sand in den Kopf stecken. Was er damit meint ist, bitte gebt niemals auf, steckt den Kopf nicht in den Sand und achtet immer darauf, was um euch herum passiert und seid fokussiert, aber achtet auch auf euch selber. Und das möchte ich euch nochmal mit auf den Weg geben. Lieber Stefan, es war mir eine Wohltat, mit dir heute das Interview zu führen. Ich danke dir von Herzen für die Inspiration, für die sehr interessanten Ansätze und vor allen Dingen die Fokussierung, dass wir uns darauf besinnen, was im Leben und im Job auch wichtig ist. Und das Herz, du lebst es uns vor, das Herz immer wieder mit ein Bestandteil unseres Tun und unseres ja, Daseins zu haben, beziehungsweise dass das Herz immer mit uns ist, egal was wir tun. Stefan, ich sage einfach Tschüss an die Community mit dir gemeinsam. Wir wünschen der Community alles Gute und würdest du so lieb sein, unter Kommentare nochmal drunter zu setzen, was dein Wunsch an die Community ist, so in kurzen Worten, damit sie das für sich nochmal verinnerlichen können, weil ich glaube, dass ihr darauf auch viel aufbauen könnt und für die Zukunft daran vielleicht das ein oder andere noch feilen könnt. Ich werde es auf jeden Fall tun. Vielen Dank. Stefan und ich sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ja, ich darf mich auch ganz herzlich bedanken. Jessica, danke, dass du das Interview mit mir geführt hast. Danke, dass ihr live mit dabei wart. Danke, dass ihr euch das im Nachhinein noch angeschaut habt. Und ich wünsche euch viel Erfolg bei allem, was ihr tut, bei allem, was ihr angeht. Verfolgt eure Ziele, habt die Geduld, dass ihr ankommt und euch noch einen tollen Tag heute. Super, vielen, vielen Dank, Stefan. Und für euch die Information, nächsten Mittwoch wird wieder ein spannendes Thema sein. Ich verspreche euch, dass dieses Thema nicht auf Emotionen aufgebaut ist, sondern auf den knallharten Job, den ihr gehen könnt, was ihr beachten müsst, um wirklich erfolgreich zu werden. Das mit dem Herz hatten wir heute. Nächstes Mal ist der sachliche Menschenverstand gefragt. Also freut euch darauf. Nächste Woche Mittwoch um 13 Uhr sind wir wieder live. Und vor allen Dingen, macht eine Watchparty, wenn ihr der Meinung seid, dass das Thema heute interessant ist, auch für eure Community, weil wir möchten, dass möglichst viele Menschen erreicht werden. Also in diesem Sinne, macht's gut, bis bald, bleibt gesund und arrivederci, wie man so schön sagt, aus Italien. Nein, ciao, ciao. Macht's gut. Tschüss. 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 Tschüss.